Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Echo. Hallo. Was geht? Hallo. Ich bin auch da. Hi. Scheiß der Nefias. Ich bin auch dabei. Hör mal. So. Hast du eigentlich schon eine Steinhoe? Nee, du hast die auch nur aus Wooden, ne? Ich hab, glaube ich, nee, die ist so aus Metall, oder? Das ist die, die man geschenkt kriegt und ich habe die so wenig benutzt, dass die noch nicht kaputt ist? Nee, das ist eine Wooden Hoe. Hä? Ach, ich habe keine andere Hoe, ich habe nur die Holzhoe. Ja, aber ich habe die nämlich auch noch. Kann ich nicht. Ich hab grad an die Sichel gedacht. Eine Steinhoe machen irgendwo? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt nur Metall. Die, viele von den Fertilizer-Dingern, da fehlen die. Da fehlt das Bild. Das ist so ein Block. Ja, das sind so Template-Blöcke, genau. Das sind so Dinger, die noch nicht fertig sind. Aber das war doch schon mal fertig. Weiß nicht. Manche Sachen haben die im Patch wohl auch zurückgeschraubt. Ich weiß nicht. Vielleicht ändern die wieder was. Keine Ahnung. Jetzt gerade ist das auch wieder gefixt. Und direkt nach dem Patch, als ich dann auf dem Server war, waren auch die ganzen Texte so, als ob als ein Hacker geschrieben. So mit ganz vielen Punkten drüber, ganz vielen komischen Sonderzeichen und so, da war alles broken. Das haben sie dann aber wieder repariert. Oh shit, jetzt ist meine Schaufel voll. Komisch. Gut, das haben wir. Ich brauche jetzt noch ein paar Huckleberries. 4 Stück. Die sind noch nicht bei mir gewachsen, glaube ich. Aber nee, bei mir auch wenn noch du nicht. Hinterm Haus bei mir weitergehst auf diese Insel, da wuchsen welche. Ich guck gleich nochmal, weil ich brauche... Wo sind denn die jetzt? Da ist ein großer Braten. Aber wo sind die anderen? Der packt das halt immer in die Kisten, wo er gerade noch Zugriff drauf hat. Das ist immer voll übel. Wenn du da den Haken nicht raussetzt, das ist voll ätzend manchmal. Dann suchst du den Wolf. Also ein Braten finde ich, aber wo sind die anderen? Achso, der braucht 2 Minuten für ein Braten, okay. Ja, aber früher stand doch, wie lange das insgesamt braucht. Und jetzt steht dann noch, wie viel. Das steht unten im Chat einmal, wenn du es startest. Na gut. Okay, dann gehe ich auf die Suche nach den Huckleberries. Huckleberry Finn. Ich kann auch die Map aufmachen. So, zack. Und nach Huckleberries suchen. Huckleberries. Show and World. Unsere Felder werden mir angezeigt. Ja, weil da welche angepflanzt wurden. So, da! Da sind welche! Oh Gott, und das bis hinten durch, ey. Warum ist das so anstrengend? Ah, ich kann genauso gut rennen eigentlich. Kostet dasselbe. Ja, ob du jetzt langsam länger brauchst oder rennst und schnell bist. Ja, es ist völlig egal. Das kommt irgendwie aufs Gleiche hinaus. Hier gibt's noch keine Huckleberries. Da läuft er, der Guru. Da läuft er. Siehst du? Aber da in dem Wald, ich sehe dich auf der Map, ja. Ja, da in dem Wald waren keine. Warte, ich mach mal Huckleberries an und dann sehe ich das, ja, warte. Ich hab auch an. Oh, shit. Sind alle ausgestorben, die Huckleberries. Alle weg. Jetzt mal ernsthaft, ich sehe keine. Ja, ich bin auch ernsthaft, ich sehe auch keine. What the fuck, wir haben die Huckleberries aussterben lassen. Immer wenn ich denke, da sind welche, ist das unser Feld. Ja, eben. Warte. Geh mal. Bleib mal stehen. Dreh dich nach links. Ein bisschen noch nach links. Stopp. Geradeaus. Weiter. Stopp. Nach rechts. Weiter. Stopp. Zu weit. Viel zu weit. Weiter. Zurück. Stopp. Geradeaus. Da leuchtet es bei mir ganz schwach blau. Stimmt, hier leuchtet es lila. Sind da welche? Ah, 12 Huckleberries. Ha, guck mal. Fernwartung nennt man sowas.
12 Huckleberries hast du von da hinten gesehen. Ja. Das, ich hab gute Augen. Das nenne ich mal. Nenne ich mal gut gemacht. Aber irgendwie geil, dass das geht, oder? So, warte, so ein bisschen cheaten, oder? Ein bisschen Stop. Wie bei Hugo damals. Kennst du das noch, als das im Fernsehen lief? Oh, und immer wenn Telefon du Stopp gesagt hast, war da so ein mega krass Delay. 5 Sekunden später der Delay. Stopp! Und Hugo, und dann stirbt er nochmal. Vor allem als Kind dachtest du dir immer, boah, sind die dumm, die können nicht mal rechtzeitig Stopp sagen, weil du wusstest doch nicht, dass es diese Verzögerungen gibt. War aber ein mega krass Delay. Ja, Stopp! Oh! Oh! Links! Stopp. Rechts! Links, stopp! Und dann ist Hugo schon gestorben unterwegs wieder. Ich glaube, es gab nie einen, der das geschafft hat. Doch. Mussten die ja machen. Ja, einen, der dann im Studio saß und von da aus angerufen müssen hat. Die doch anfixen. Delay. Ja, genau. Ja. Ich habe auch letztens, also wir haben letztens diskutiert. Du kennst doch das, wenn das so Call-in-Shows sind. Im Fernsehen oder im Radio. Ja, wo hier der Hotbutton schlägt gleich zu, Mann. Was? Ja, zum Beispiel. Aber immer wenn die anrufen, dann ist das super die schlechte Qualität vom Telefon. Ja, voll dumm. So wie Discord, Teamspeak, Skype, alles funktioniert einwandfrei. Aber wenn du telefonieren willst im Radio, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Auch, ja, auch im Radio, ne? Wenn die dann, wir haben jetzt hier zugeschaltet per Telefon und dann klingt der voll grottig so, ne? Ja, und man halt denkt sich so, wie kann das sein? Ja, das ist echt, ist das Absicht? Ja. Der Tüsker hat gesagt, dass es wahrscheinlich Absicht ist, weil man sonst weiß man nicht, dass es derjenige ist, der im Telefon spricht. Aber das ist doch Quatsch. Aber anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja. Die Qualität der Telefone ist doch mittlerweile so gut. Was es ja gab früher in den Telefonen, war ja so ein Grundrauschen drin, wegen den Leitungen und so, ne? Also auch wenn einer nicht geredet hat, dann hat es halt gerauscht. Und dann haben die, dann wurde ja auf digital umgestellt. Und bei Handys zum Beispiel. Und da hattest du dieses Rauschen nicht mehr. Und wenn an einer nichts gesagt hat, früher dachte man dann, wenn nichts kam, so, hallo, bist noch da? Mhm. So, weißt du? Und deswegen haben die, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, denen ist das noch nie aufgefallen, haben die ein Grundrauschen eingespielt in die Leitung. Damit du weißt, du bist gerade verbunden. Total dumm eigentlich. So, das ist halt. Kann man sich doch einfach dran gewöhnen, so. Also, wenn du jetzt nicht in Discord redest, ja, habe ich ja auch kein Rauschen, so, weißt du? Nö, du gehst davon aus, dass ich noch da bin. Ja, und wenn du dann halt 20 Sekunden nichts sagst, denke ich immer so, hallo? Hallo? Aber bei Skype war es doch damals auch immer so, dass man als erstes immer, hallo, kannst du mich hören? Ja, aber Skype war, wenn wir uns jetzt über Skype anrufen würden, holy shit, die Sprachqualität auf Skype ist so schrecklich. Mhm, aber die ist nicht so schlimm, wie sie sein könnte. Nicht so schlimm wie im Radio. Genau, nicht so schlimm wie im Radio. Ja, und jetzt rede ich hier mit Nefias. Hallo Nefias. Ja, hallo Nefias, fährst du gerade in den Tunnel? Nein, ich habe das neue iPhone 10. So ungefähr. In der Post-Production mache ich jetzt einen Effekt, wie ich über Telefon klingen würde. Ja. Guten Tag. Mist, ich brauche 5 Iron Ingots. Das habe ich natürlich nie bedacht jetzt. Weil kannst du nehmen, habe ich noch in der Kiste in der Schmiede. Wenn es für die Wissenschaft ist, opfern wir das gerne mal. Für die Wissenschaft. Ich habe jetzt immer mein Dokument für meinen Wagen dabei. Wer weiß, wann ich den mal wieder anstacken muss. Wahrscheinlich wiegt der 5 Kilo. Der Wagen, ne? Nee, das Dokument. Das Dokument. Wenn das ein deutsches Dokument wäre, wird das 10 Kilo wiegen. Wie kann ich denn? Achso, kann ich. 5 möchte ich mitnehmen. Hallo? Hallo? So. Oh, jetzt habe ich 10 mitgenommen. Ey. Ja, das ist falsch. Hey. So viele kannst du gar nicht tragen. Das ist viel zu schwer. Dann packe ich dir 9 zurück. Und 5 nehme ich mit. So. Oh, jetzt ist. Das Gewicht ist hochgegangen jetzt. Ja, Eisen ist heftig. 20 Kilo für 5 Tage. Ja, das ist heftig. Das ist ganz schön schwer. Ich meine, ja, Eisen ist schwer, aber. Na gut, das sind Eisenbarren, ne? Kommt drauf an, wie groß der Barren ist. Das sind Eisenbarren.
Barren. Barren. So, warte mal. Ein Stockpile ist 6 hoch. Ne, 5 hoch. 1, 2. Oh, scheiße, muss ich mal machen. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir 1, 2 Blöcke darüber Platz. 3, 4. Mein Road. Das reicht, wenn ich das mit Stein auskleide. Ich versuch's einfach, Leute. 10 Blöcke kann auch nicht sein. Und vielleicht war das einfach. Vielleicht ist eine Schicht Stein einfach zu wenig. Warum muss man den ja ausbauen? Weil Taylor, ich hatte das ja schon mal auf dem Stockpile. Du kannst 10 auf der Schaufel haben, aber im Stockpile steckt sich das wieder nur auf 5. Okay. Das heißt, du verbrauchst einfach doppelt so viel. Du verbrauchst für einmal eine Schaufel voll mit Tailings einfach 2 Slots im Stockpile. Das ist schon wieder voll übertrieben. Warum? Ja, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Das ist schon mal nicht so schlecht. Kann ich die hier so placen? Warum sind die Leute heute eigentlich draußen so aktiv alle? Es ist Ostermontag, voll viele Leute draußen unterwegs schönes gewesen Wetter. Vorhin. Ich habe mir vorhin was zu essen geholt, weil ich nichts zum Mittag da hatte. Also bei uns ist schönes Wetter. Ja, hier auch relativ. Da wundert mich, dass die ersten noch nicht grillen. Boah, ich glaube Freitag war das. Irgendwann sind 17 Grad hier. Diese Woche. Voll heftig. Echt? Ja, und nächste Woche 24 schon. Voll heftig. What, what, what? Ist denn schon Sommer? 24 ist so die Temperatur, da sage ich, alles okay. Aber ab da drüber wird's eklig. Bei uns liegt immer noch Schnee. Ernsthaft? Ja, so ein bisschen. Der noch nicht so geschmolzen ist. Nee, hier ist alles weg. So, ja, haben wir hier einen kleinen Weg gebaut. Dirt auch. Kannst du nur 5 stacken im Stockpile. Wie dumm. Ja, das verstehe ich auch nicht. Gibt so vieles, was ich nicht verstehe im Spiel. Er kann eine Schaufel Erde mitnehmen, aber 5 Blöcke, wenn er es aus dem Stockpile nimmt. 10. Kann er 10 mitnehmen? Ja, wenn du in den Stockpile reinschaufelst, kriegst du 10 Erde raus. Ja, nice. Die kannst du auch so rausziehen. Ah, nee, gelogen. Wenn du in der Karre reinschaufelst, kriegst du 10 raus aus dem Stockpile 5, falls da auch als 5 gestackt ist. Nee, du kannst es aber rausziehen und dann stacken im Dings. Das stimmt, das kannst du auch. Jetzt will ich mal hier meine Rampe unterschütten, nicht, dass das so unrealistisch aussieht hier. Hauen wir uns mal Vitamine rein. Oh, jetzt habe ich zu viele Carbs, aber meine Vitamine gehen wieder hoch und ich krieg 460 Punkte, Alter. Krieg 465. Ja. Digga, 462, um zu genau zu sein. Plus 87 fürs Haus. Das lohnt. Aber ich habe gerade 2.000 Skillpunkte und ich habe alles geskillt. Ich muss researchen. Ich habe 22. Aber ich muss auch noch researchen. Du hast ja vorhin schon rausgehauen. Ja, ich habe eben rausgehauen. Ja. Ich habe ja Engineering. Ne, hier, Road. Wie heißt denn das? Dass ich Wege machen kann. Ja. Engineering, ja genau. Basic Engineering ist das. Was wird denn hier noch gekocht? Ah, das Fleisch. So. Wo kann ich nochmal Kisten machen? Am normalen Table, ne? Mhm. Lieber Entwickler, patch bitte Kisten rein, die größer sind. Danke. Oder mach das große Backpacks auch was bringen. Dass du auch wirklich mehr Slots hast. Die sehen einfach nur besser aus. Ich hoffe ja, dass die mal Regen reinpatchen, tatsächlich. Dass du auch mal siehst, wenn es regnet. Mhm. Aber vielleicht momentan, auch, dass es regnet das ja wohl angeblich, aber man sieht es nicht. Den Feldern auch besser geht dann. So, warte mal, ist da auch noch. Also, Fertilizer war ja Dünger. Vielleicht kann ich jetzt noch einen Dünger machen, damit die Blueberries hier oder die Huckleberries schneller wachsen. Die Huckleberries. Das wäre vielleicht ja auch mal noch. Stimmt, das könntest du auch mal probieren. Du bist der Fertilizer King. The Fertilizer King? So, Huckleberry-Extrakt. Wo kriege ich denn das her? Nehmen wir ernsthaft, wo kriege ich das her? Huckleberry-Extrakt. Das kriege ich aus Kitchen. Not enough room in inventory. Ich glaube, es hackt. So. Was ist denn eine Kitchen? Ist das eine Kitchen? Nee. Kitchen ist eine Küche. Ja, aber wo kriege ich die her? Vielleicht von der Sawmill?
Ich glaube, da ist die. Die müssen wir erst noch bauen. Ich hoffe, wir haben noch genug Eisen dafür. Von der Sawmill? Ja, die müssen wir noch bauen. Die kriegen wir aus dem nee, nicht aus dem Amboss, aus dem Ofen hier. Warte. Nein, gelogen, aus dem Tisch. Nein, gelogen, aus dem Amboss? Nein. Doch, aus dem Amboss. Kriegt man die aus dem Amboss? Ja, weil das ist ein Metallsägeblatt. Wo baust du den Amboss? Den baue ich in der Bloomery. Warte, ich muss eben Holzbretter holen. Nee, Logs holen und dann kann ich dir das Sawmill bauen. In der Bloomery. Die Bloomery kriegst du aus dem Ofen, den ich da stehen habe. Genau, und du musst erstmal den Ofen bauen. Und den hatte ich eben auch schon gesehen, wo man den bauen kann. Den kannst du bauen in dem Steinding, glaube ich. Ja, ne? Ja, genau, dann machst du den Killen. So, ich baue dir mal. Ich baue eben mal eine Sawmill. Da, so. Braucht 3 Minuten. 3 Minuten? Na gut. Ja. So. Das ist der Fisch, ne? Das ist zu heftig. Ich habe so viel Fisch hier drin. 5 Eisen haben wir noch. Ding, ding, ding. Mal meine Holzschaufel reparieren. Gibt's eine Steinschaufel? Ja, ich habe eine. Wo baust du die denn? Weiß nicht, ich habe die mal irgendwann gekriegt. Steinschaufel? Aber wo? Ich habe die, glaube ich, durch Skillen gekriegt. Graben geskillt oder so. Sicher, dass das nicht eine Eisenschaufel ist? Das ist eine Eisenschaufel. Wieso habe ich denn eine Eisenschaufel? Habe ich nicht. Weil die habe ich auch gekriegt. Warte mal. Hä? Aber ich habe die doch schon mit Stein repariert, oder nicht? Das kann eigentlich nicht sein. Wieso habe ich denn eine Eisenschaufel? Ich habe doch eine Eisen hier, Pickaxe. Nee, hier eine Eisen. Genau. Wo kriege ich die Sachen denn her? Die kriegst du geschenkt, wenn du die Sachen skillst. Teilweise. Hä? Du kriegst auch. Ich habe zum Beispiel, ich habe auch noch nicht geangelt. Ich habe eine Angel, aber ich lasse die ganze Zeit dieses automatische Ding angeln. Das ist voll easy. Hä? Hä? Ja, jetzt würde Zeit werden für ein Dach, wenn ich mal ehrlich bin. Machst du, verbindest du jetzt Schweiz und Österreich und Deutschland? Ja, ich habe jetzt erstmal, habe ich, Huch. Dinger hier, wie heißen die? Fenster gemacht. Kann ich mal aufhören? Danke. So. Aus Holz? Nee, aus Stein. Ja, passen da überhaupt nicht rein. Ja, aber. Aber es hat irgendwie muss man optisch ja auch mal abschweifen können. Kriege ich gerade sage und schreibe 1 Punkt mehr für Fenster. Ernsthaft, die geben Punkte? Mhm. Cool. Einen Point. Hier könnte ich noch eine Tür reinmachen, glaube ich. Ich bin so ein bisschen unzufrieden. Oh, warte mal, ich hatte noch neue Kisten gebaut. Ich habe einen Schmetterling in meinem Haus. Oh nein. Der ist gerade durch die Wände geflogen. Ja, Schildkröten klettern auch einfach auf Häuser hoch. What? Voll die Ninja Turtles, Alter. Teenage Mutant Ninja Turtles. Man kann jetzt aber sehen, wie die Kisten platziert werden. Das ging vorher ja nicht. Nee, das hast du vorher auch gesehen, aber schwächer, glaube ich. Das haben sie, glaube ich, ein bisschen geändert. So, dann welchen kann ich Turtle hier fandest du am besten? Was hast du? Welchen Turtle du am besten fandest? Donatello. Donatello war der blaue, ne? Ja, war er doch, oder? Der mit Schwertern, ne? Genau. Ja, ich fand den lilanen cool mit dem Stock. Auch nicht schlecht. Ich konnte den roten und den orangen nicht leiden. Ich weiß nicht, warum. Ich konnte den Orangen nur nicht leiden. Ja, der war voll anstrengend. Der war scheiße. Voll das Ninja Turtle Mobbing hier. Der war total scheiße. Ich fand Shredder aber immer cool als Bösewicht. Shredder. Gab's später bei WoW auch Shredder. Hat aber eine andere Rolle.
weil die nochmal gesagt haben. was ist denn das hier? Fieberfiller. Ich hab keine Ahnung. Fieber? Keine Ahnung, was das ist für ein Scheiß. Geruch redet wieder im Fieberwahn. Ich habe jetzt auf jeden Fall neue Storage gemacht. GZ, GZ. Was ist denn der Storage? Hier ist wirklich nur Essen drin. Boah, das ist echt kacke, die Storage so einzurichten, dass da auch wirklich nur Essen drin ist. Das stimmt. Du musst halt jeden Haken aus jeder Kiste manuell entfernen und so. Mhm. Vor allem kannst du ihm nicht sagen, manche Sachen brauchen ja auch noch Materialien aus anderen Sachen. Mhm. So, nimm nur da raus, aber tu nicht rein. Das geht nicht. Das ist voll ätzend. Okay, das ist mir jetzt egal. Oh nein. Achso, ich brauchte für Butchery, brauchte ich Hunter. Naja, genau. Das wäre schon gar nicht so dumm, wenn ich auch selber schlachten könnte. Aber es kostet halt 500 Points. Okay, hier brauche ich auch nochmal so drei. Ist mein Buch fertig? Ist die Sawmill nicht fertig? Achso, die müsste fertig sein, ja. Warte. Können wir aber die reinstellen, du hast noch Platz, oder? Jo. Baust du mir in deiner Schmiede jetzt? Die ist gebaut, aber ich baue sie bei dir hin, weil ich habe hier gerade keinen Platz dafür. Was machst du denn hier? Ach, hier machst du gebratenes Korn. Ja. So, Sawmill, komm. Bringen wir mit hier. Die sieht evil aus. Boah, die Säge. Buddy, was? Die Säge, Alter. Die ist voll heftig. Das ist so ein Goro-Werkzeug. Hier reinstellen in den Anbau. Mach mal rein in den Anbau. Bist du ready? Ja. Oh, lol. Die fährt ja gleich durch mein Haus durch. Oder kannst du Bookshelf machen? Ah ja, Bücherregal, genau. Kitchen, da kannst du Kitchen bauen. Genau, da brauchst du 4 Eisen für. Ja, ich brauch 20. Lumber, kannst du Lumbers machen? Lumber Woodwork, not learned. Kann ich machen. Da brauche ich nur Logs. Hast du hier irgendwo Logs gelagert? Warte mal, warum habe ich das denn nicht gelernt? Hast du das Lumber Skillbook? Ja, das habe ich. Das kannst du dir in meinem Haus holen, oben in den Kisten. Gehst du einfach in meine Kiste, da steht Skillbooks dran und dann müsste das drin liegen. Okay. Hier hat das Glas bei dir auch keine Textur? Hier, guck mal. Das sind die Bricks, ne? Ja. Aber das hier ist auch bei dir weiß, oder? Das weiß. Ja, und das ist eigentlich Glas. Und das schwebt. Okay. Ja, ganz komisch. Okay. Manchmal ist der Ping komisch in Echo, du teleportierst dich manchmal bei mir. Ja, du aber auch bei mir. Werkzeuge, Seeds, Holz, Stoff und Kleidung, Essen und Samen. Rechts hier hinten, rechts in der Ecke. Skillbooks, da. Und da hast du... Ah, das Eisen drin? Da hast du 5 Eisen drin. Lol, okay, warte, erstmal rausholen. Obwohl, du brauchst das jetzt, ne? Ja, genau, ich brauch das. Kannst du direkt mitnehmen, Warte, hier ist Wood Construction, Basic Engineering, Blicklaying, Paper Wood Construction. Lumber Skillbook ist das letzte, ganz unten, ganz hinten. Das you already so. Know the skill. Ich guck grad mal, ob die anderen... Ja, die Zettel, ne? Ja. Yay, und ich habe neue Pfeiler gekriegt. Ist das nicht awesome? Weißt du, was awesome ist? Wenn die Folge zu Ende ist? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich tue hier nochmal das Eisen in die Storage, in die Metall-Storage, weil ich habe keine 500 Punkte, ich kann das noch nicht scannen. Ach so, du kannst das noch nicht scannen. Ach so, okay. Aber du brauchst es, um dein Kitchen zu bauen, glaube ich. Aber ich kann es nicht skillen. Warum denn? Ach so. Ach ja, du hast es gelernt. Das ist so dumm. Du musst es dir freischalten. Ja, du musst es freischalten, um es dann zu lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.